Euer Todesleser mal wieder. So, da wegrollen. So, jetzt wird er sich... Nein, er teilt sich noch nicht, okay. Wow, das war jetzt knapp. Ja, genau. Schlag mit deinem Schwert zu. Jetzt teilt er sich aber. Und jetzt wird er ekel... Ja, ich sag... Ich habe jetzt in dieser Aufnahmesession schon oft gesagt, dass er ekelhaft wird. Vor allem, weil er jetzt zu zwei... Das ist ekelhaft, ne? Vor allem, weil es jetzt zwei sind. Wow. Aber wenigstens haben sie im Augenblick nur ihr Schwert, mit dem sie rumfuchteln. Oh, das wird jetzt übel. Das war übel. Aha. Autsch. Das hätte mich töten müssen. Hat's aber zum Glück nicht. Trink am besten zwei Schluck. So, der lasert wieder. Wenn einer lasert und ich ihm ausweichen kann, ist das immer gut. Wenn ich nicht sehe, was der zweite macht, ist das dafür schlecht. Okay, der lasert wieder. Wow, da stand ich jetzt perfekt im toten Winkel. Oh. Okay, ich bin seiner einen Explosion ausgewichen. Boah. War das jetzt nicht genug Feuerbälle? Wow. Ja, das könnte eng werden. Er lasert, das ist gut. Schwerthiebe sind nicht so schlimm. Okay, noch zweimal zustechen und der... Wow, dass ich den mal beim First Try geschafft habe. Heilige Scheiße. Ich habe den noch nie beim First Try geschafft, im Finsterschleicher. Das ist nämlich ein optionaler Eidboss und einer von den, meiner Meinung nach, schwierigsten Bossen im Spiel, also im Hauptspiel. Cool, damit hätten wir das auch abgeschlossen. Wir können hier raus. Und ja, ich hatte Glück, der Finsterschleicher ist nämlich anfällig gegen Blitzschaden. Und ja, jetzt steht der Abyss für uns dauerhaft offen. Ihr seid dem IT vergeben und habt einen Rang erhalten. I knew that you were special. There is more dark within you than even you know. Dark is the mother of all. All things were born from it. Ja, aus dem Dunkeln sind auch damals die Wesen gekommen, die die Lords im Feuer gefunden haben. I bequeath these to you. Take them on your pilgrimage.
Ja, die Drachenglocke. May the God. Und wir kriegen den letzten Rang. Young undead, you've discovered the truest dark within you. A deep, deep dark it is. The dark that we must all face. We need the abyss more now than ever. Ja, und wir kriegen das Xanthos-Set vor ihm und einen Zauber, der Höhepunkt heißt. So, wir brauchen jetzt keine Menschenbilder mehr, um da reinzukommen. The embrace of the dark is gentle. Ja, mehr hat er nicht zu sagen. Kaufen können wir bei ihm nichts mehr Besonderes, außer die paar Hexereien. May the dark. Ja, das heißt, zurück zum Leuchtfeuer. Wir sind mit diesem Eid fertig. Gut. Also nach Majula, dann können wir den Eid auflösen. Die Eidstufen für diejenigen, die es interessiert, weil ich ja jetzt gerade zwei auf einmal gekriegt habe. Wenn man einen Abgrund schafft, also in einem Abgrund das Feuer entfacht, steigt man auf den ersten Rang auf. Wenn man in allen dreien das Feuer entfacht hat, steigt man auf den zweiten Rang auf. Und wenn man noch den Finsterschleicher tötet, den ich gerade getötet habe. Ich kann euch übrigens mal seine Seele zeigen. Die nicht verdorben ist, lustigerweise. Die Seele des Wesens, das im dunklen Schlund schleicht. Der dunkle Schlund alter Tage ist der Überrest eines alten, zerfallenen Wesens. Und dieses alte, zerfallene Wesen war Menes. It seems that we want just be. So, wir können uns den Eid mal kurz anschauen. Genau, wie der Pfad des Blauen haben wir auch den Pilger der Finsternispfad auf Maximum gebracht. Rattenkönig, Glockenhüter sind beides PvP, genauso wie die beiden. Und das hier ist Koop und das hier ist eigentlich mehr PvE als PvP. Also Gesandter der Vorkämpfer. So, Eid widerrufen. Und dann können wir unseren Sonneneid wieder annehmen. So, ich wechsle mal wieder auf große Heilung. Und red mit dir. Ich könnte nämlich zwei Stufen jetzt aufsteigen. So, einmal noch Anpassung und jetzt Zauberei, dass wir den nächsten Zauberslot kriegen. Fluchresistenz und Beweglichkeit und Zaubergeschwindigkeit werden dadurch gesteigert. Gut. So. Und ja, wie viele kleine haben wir? Einen. Also kaufen wir noch 5 Splitter. You've been well. Und eine Scherbe. Visit me. Und graden mal die Offhand. Das Offhand-Ding ab. Genau, die Offhand-Glocke. So. I'll be around. Gut. Gucken wir uns noch die Gegenstände an, die wir jetzt gewonnen haben. Hier ist nichts Neues, hier auch nichts. Einmal die Drachenglocke. Eine heilige drachenförmige Glocke. Ein Beschleuniger für Wunder und Hexereien. Diese Glocke ruhte lange im dunklen Schlund, besitzt jedoch immer noch immer eine edle Reinheit. Wo wer größten Willen hat, kann diese Glocke führen. Doch wer der wird mit enorm mächtigen Zaubern belohnt. Also ja, diese Glocke kann ich mir mal kurz angucken. Braucht 50 Wille, wie man da unten sieht. Hat aber, was Wunder angeht, einen S-Rang. Nicht nur wie die einen B-Rang. Ich kann sie allerdings. Entschuldigung, ich kann sie allerdings nur nicht benutzen.
Deswegen wird weiterhin die Glocke herhalten müssen, weil das ist eigentlich die beste Glocke allgemein. So. Ach ja, und das Xanthus-Set noch. Gucken wir uns einfach die Brustrüstung an. Diese grellgelbe Kleidungsstücke wurde einst angeblich vom Xanthus-König getragen. Obwohl das Kleidungsstück mittlerweile fast gänzlich zerfallen ist, ist seine gelbe Farbe eigenartigerweise fast nicht verwittert. So, ja. Und zaubermäßig... Genau, die drei Hexereien haben wir gekriegt. Nachklingende Seele, verstärkende nachklingende Seele und Höhepunkt. Diese Hexerei verzehrt die Macht des Lebens. Erzeugt eine finstere Masse auf Kosten von Seelen. Kann auch ohne Seelen benutzt werden, allerdings deutlich schwächer. Dasselbe. Und das hier kostet alle Seelen. Also ja, das ist einfach Zauberei for the Lolz. Oder Hexerei for the Lolz. Das kann noch weg. Und dann kann noch das Xanthus-Set weg. So. Und jetzt will ich gerne zu Gafflern mal wieder Zeug verkaufen, bevor wir uns dann endlich ins Addon-Gebiet aufmachen. Was dann aber erst in der nächsten Aufnahmesession kommt. Tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat, aber der Abyss ist nun mal verdammt schwierig. Wobei die DLC-Gebiete teilweise noch schwieriger werden als der Abyss. Vor allem was die Bosse dort angeht. So. Hier durch. Hallo Gavlan. So, verkaufen. Wollen wir mal die Peitsche. Das Ding hier und die beiden Schilde. So. Dann den ganzen Schrott hier brauchen wir auch nicht mehr. Und wir haben einen Ring doppelt. Den wir auch verkaufen können. Hier können wir dir mal die ganzen Heimkehrknochen andrehen. Die alltägliche Frucht. Und die drei noch. Ja, und das war's. Gut. Hier wieder rein. Den können wir kurz noch aussortieren, weil zum Beispiel die Seele und die Leuchtfeuer hier brauchen wir nicht mit uns rumschleppen. Die könnten wir irgendwann mal eintauschen gehen. Oh ja, ansonsten ist alles mal bereinigt. Das heißt, es geht zurück nach Majula. Und dann begeben wir uns das in der nächsten Aufnahmesession zum Eisenschloss. Ah. Jetzt hätte ich es fast vergessen, mir mein Eid wiederzuholen. Die Minute können wir uns ja noch nehmen. So, Dickerchen, du musst leider weg. So. Hier durch, zurück zum Sonnenhüter-Ding. So, Eid leisten, ja. Eid geleistet, verlassen. Zurück zum Leuchtfeuer. Heute war echt eine gute Aufnahmesession, bis auf ein paar... Ja, Fails im Abyss. Vor allem als der eine Kerl uns da invasiert hat. Aber ansonsten, wir haben endlich den Gegenstand da beim ersten Versuch gekriegt heute. Und wir haben den
Darklurker, den Schattenschleicher, den Finsterschleicher, beim ersten Versuch besiegt. Alles in allem ein gutes Ergebnis, finde ich. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann geht's endlich an die DLCs. Weil ansonsten können wir jetzt in der Hauptstory nichts mehr machen. Möchte ich nichts mehr machen. Also, bis dann.